Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt Nando Sommerfeld von der Weltwirtschaftsredaktion. Nando, du kennst dich aus und du hast dir auch das VW-Problem genauer angeguckt. Warum hat denn gerade Volkswagen jetzt so große Probleme? Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, es läuft gerade grundsätzlich nicht. Autoabsätze schwächeln, Elektroautoabsätze sowieso, nicht nur bei VW. Aber VW ist natürlich ein Massenhersteller. Die haben noch ein größeres Problem, gerade mit Blick auf China, in China selbst. Dort wird ihnen das Wasser abgegraben, das verkaufen sie immer weniger. Aber auch die Chinesen, die hier nach Europa kommen, nach Deutschland mit ihren Autos, die greifen vor allen Dingen das VW-Segment an. Und dann haben wir natürlich einfach diesen riesigen Koloss, der mit Gewerkschaften kämpft, der mit sich selbst kämpft, mit dem Land Niedersachsen und da natürlich riesige Probleme hat. Faktor Niedersachsen, du sprichst es an. Wie sehr stört das wirklich und lässt sich dieses Konstrukt überhaupt verändern? Das wird ja immer wieder ins Spiel gebracht, dass man gesagt hat, man muss sich von diesem Einfluss, von diesem Dazwischengerede lösen. Ich halte das tatsächlich für nahezu unmöglich. Wir sehen das ja schon, wenn wir jetzt werden über Werkschließungen diskutiert. Ja, und da ist schon ein riesiger Aufschrei. Und ein Experte sagt letztens zu mir, Volkswagen ist sowas, so schon so ein bisschen das Sozialamt von Niedersachsen. Ja, und das ist natürlich so ein riesiger Arbeitgeber, ein riesiges Prestigeprojekt und Objekt. Und von daher sehe ich da ehrlich gesagt eine Lossagung von diesem Niedersachsen, halte ich für ausgeschlossen. Von Werkschließungen ist die Rede. Vor kurzem gab es auch schon einmal eine Welle, wo Jobs gestrichen wurden. Und jetzt wird spekuliert, es heißt, 30.000 Jobs sollen gestrichen werden. Was ist da dran? Ich denke, fast nichts erstmal, weil diese Zahl von 30.000, die geistert eigentlich seit 30 Jahren so rum. Die wird immer gesagt, wenn man jetzt irgendwelche Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft, mit dem Betriebsrat hat, wenn die bevorstehen, das ist immer ein taktisches Mittel, was sehr, sehr durchschaubar ist. Wir haben gestern mal reingehorcht ins Unternehmen. Das wird von allen Seiten dementiert. Und das ist irgendwie so ein Symbol, was immer wieder ins Spiel gebracht wird. Und wir halten das für ziemlich unglaubwürdig. Aber trotzdem, auch wenn es nicht 30.000 Jobs sind, ist es ja Fakt, dass es nicht gut läuft. Und was kann Volkswagen tun, um wieder zur alten Stärke zurückzukehren und zu dem zurückzukommen, was Volkswagen ja auch mal verkörpert hat? Also die Kosten müssen halt runter und ich sage, diese Zahl ist wahrscheinlich unrealistisch beziehungsweise erstmal nur eine Nebelkerze, aber natürlich werden wir da auch über Jobs reden, die dann gekürzt werden und der Konzern muss halt endlich die Automatisierung, die beim Autobau ganz wichtig ist und die konzernintern immer wieder blockiert wird von vielen Stellen, die muss stattfinden und wenn die Werke sind nicht ausgelastet, viele Fabriken sind nicht ausgelastet, natürlich müssen wir dann an Standorte denken und die müssen geschlossen werden und ich habe schon gesagt, VW wird wie eine Behörde geführt. Also jede Berliner Amtsstube arbeitet schneller, als man in Wolfsburg arbeitet. Und das muss weg. In Zeiten wie diesen muss ein Autokonzern flexibel sein, auch bei dieser Größe. Und das sind sie gar nicht. Verstaubtes Arbeiten, Bürokratie und zu langsames Arbeiten wirft man nicht nur VW vor. Allgemein hat Deutschland ja wirtschaftlich gerade Probleme. Wo siehst du hier auch die Schuld der jetzigen Regierung? Beziehungsweise viel eher, was muss anders gemacht werden allgemein? Also ich sehe grundsätzlich das Thema, ich weiß, das ist so ein Schlagwort Bürokratie, ja, wir wissen, wir haben zu viel Bürokratie, aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil die Regierung hat sich ja genau das auf die Fahnen geschrieben, vor vielen Jahren, dass sie abgebaut wird. Und wir sehen genau das Gegenteil. Und natürlich hast du dann noch die ganze Förderthematik, Förderung gibt es, dann wird sie wieder weggenommen über Nacht und so weiter und so fort. Da sind die Konsumenten und auch die Unternehmen völlig verunsichert. Es muss halt einfach jetzt mal eine klare Förderpolitik her. Aus meiner Sicht sollte der Staat da eigentlich komplett die Finger rauslassen. Danke an Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion für deine Analyse. Dankeschön. Gerne.